Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Season 2. Ich wollte gerade Backups allein sagen, also okay. So, unser Bett lassen wir mal hier stehen. Ich würde sagen, das mauern wir hier so ein. So. Wir haben ja auch keine Kohle irgendwie oder Fackeln oder so. So, die Koordinaten habe ich jetzt geguckt. Waren 6062. Also 534, 6062, irgendwie so in dem Dreh. Und da schauen wir jetzt mal natürlich nach. 534, genau hier so. Das müsste quasi so die Richtung sein, also denke ich mal hier so um den Berg doch herum. So, in die Richtung quasi. Ja, denke ich mal. Also doch an dem Wasserfall hier. Aber ich kann mir das jetzt nicht so vorstellen, dass der Creeper jetzt hier irgendwie quasi dafür gesorgt hat, dass hier alles so überschwemmt wird mit Wasser. Weil, hä? Habe ich was verpasst? Das war doch hier nicht unsere Stelle, oder? So. 504. Ach so, wir sind bei, die Weite ist 5000. War das nicht 6000? Jetzt habe ich schon wieder die Zahlen durcheinander gebracht. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Na komm, hoch hier. Wir werden auf jeden Fall nochmal weiterlaufen hier. So. So, hier hoch und hier hoch und hier hoch und hier hoch und hier hoch. 534. Autsch. So. Und dann laufen wir jetzt einfach mal hier so in die Richtung. Quasi. Und dann müsste ja da dann irgendwo unser Haus auftauchen. Ich weiß gar nicht mehr, waren das jetzt 5000 oder 6000? Oh. 6036. Irgendwie so. Ne, 534 und 6060, 16, irgendwie so. Okay, wir gehen auf jeden Fall weiter in die Richtung. Muss ja also irgendwie schwimmen. Stimmen. Schwimmen. Verstehst du? Schwimmen muss das einfach mal alles. Aber ist ja kein Problem. Wir haben jetzt unser Sicherheitsbett quasi dahingestellt. Was uns quasi, wenn wir jetzt ein neues Bett bauen, zwar nicht viel bringen wird, aber zumindest haben wir dann eins da. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal sterben sollten, was ja jetzt eigentlich eher unwahrscheinlich ist, dann haben wir zumindest da unser Bett. Dann müssen wir nur noch weiter in die Richtung hier. Und wir sind schon wieder ziemlich weit auf der 600. Wir sind schon wieder viel zu weit links. Deswegen schwimmen wir mal jetzt so. Und dann werden wir ja irgendwann früher oder später wieder da ankommen. So, theoretisch. Wenn es jetzt wirklich 6000 war statt 5000. Aber ich bin halt der Meinung... Oh, ich habe schon wieder wahnsinnigen Hunger, sehe ich gerade. Alles klar. So, jetzt haben wir keinen Hunger mehr. Dafür aber nur noch zwei Steaks, gebratene. Nicht weglaufen, nicht weglaufen. Genau, gib mir dein Happy, dein Fleisch. Meine ungebratenen Kram haben wir jetzt hier genug bei. Aber halt so an sich jetzt nichts weiter. Aber gibt es hier richtig schöne Orte zum Teil. Ich hoffe mal, da kommen jetzt bald Berge, weil ansonsten schon wieder über den Ozean, das wäre jetzt ein bisschen sehr mysteriös. Aber es sieht gut aus, guck mal da. Da erheben sich schon die Berge aus dem Nichts. Und wir begeben uns noch ein bisschen weiter nach rechts. Und ich denke mal genau hier so bei dem Berg, da irgendwo müsste das dann sein. Weil weit haben wir es auf jeden Fall nicht mehr.
Das ist alles nur eine Frage der Zeit. Ich denke mal, wir werden in dieser Folge doch endlich wieder nach Hause finden. Ich habe Hoffnung. Ich habe die Hoffnung. So, dann gehen wir uns schon mal in Richtung 534. Das weiß ich noch. Guck mal da, großer Berg. 534. So, quasi. Und dann jetzt nur noch geradeaus. Quasi wahrscheinlich dann irgendwo hier bei dem Berg. Wahrscheinlich ist das sogar unser Berg. Aber das wird sich zeigen. Wir kommen auf jeden Fall mit einem epischen Auftritt da wieder an. Hoffe ich doch. Also so episch, dass die Creeper wieder um die Ecke fliegen. Und das ist wieder eine schöne Höhle. Weil zumindest ist da irgendwas in dem Berg. Das können wir uns auf jeden Fall alles nochmal angucken bei Gelegenheit, aber nur halt nicht jetzt. Weil jetzt möchte ich erstmal nach Hause Schadensprotokolle machen hier, gucken, wie weit das denn wirklich kaputt jetzt alles ist. Hier haben wir diese komische Nase, die habe ich doch schon mal gesehen irgendwo. Da ist nochmal Eisen, das nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Ich verstehe auch nicht, warum ich jetzt die Kohle überall liegen lasse, weil unsere Kohle wird wahrscheinlich auch weg sein. Also können wir denn, nachdem wir dann endlich wieder nach Hause gekommen sind, wahrscheinlich gleich wieder los Kohle besorgen. Aber da schauen wir erstmal. Wie gesagt, Eisen haben wir ja, was wir dann wahrscheinlich eh nicht nutzen können, weil wir halt keine Kohle haben. So, aber zumindest haben wir es mitgenommen. Oh. So, zu dicht, Feierabend. Ach komm, wisst ihr was? Scheiß doch der Hund drauf, wir nehmen jetzt hier die Kohle mit. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere Kohleblock überlebt. Das wäre total Hammer. Ich würde mich total freuen, wenn halt wirklich noch ein bisschen was übrig geblieben ist. Aber der Creeper ist halt genau hinter uns, glaube ich, explodiert. Also wie gesagt, ich habe es ja nicht wirklich gesehen. Ich habe es nur gespürt. Und es war hart. Hart wurden wir von hinten genommen. Und das war nicht cool. Das war nicht schön. Das hat wehgetan. Nee, ich denke mal, er hat wirklich so die kompletten Öfen weggerissen. Dann hat er das Wasser hat er so überall. Warum ist denn jetzt so Wasser am Arsch? Also ist kein Wasser am Arsch, sondern, na, ihr wisst schon. So. Gut, die restliche Kohle lassen wir da jetzt mal. Soll sie da bleiben? Ist mir auch egal. Und wir begeben uns jetzt hier weiter. Ist auch wieder eine coole Musik hier, muss ich ehrlich sagen. Also hier kommen ja immer öfters mal wieder neue Lieder. Und wir sind ja quasi jetzt nicht mehr bei der Höhlen-Playlist, sondern einfach mal bei der allgemeinen gute Laune Party-Playlist. Also Party tritt es, glaube ich, wirklich hier. Hier geht der Schi ab die Post, ey. Geil. Nein. Ma. Ja, jetzt ist egal. Ist mir auch egal. So, irgendwo hier. Demnächst. Da ist noch mehr Kohle, die lassen wir da mal. Ich werde es noch bereuen, dass ich die nicht mitnehme, aber ist egal. So. Quasi war hier in die Steinwüste, das weiß ich noch, und dann war hier irgendwo unser Aushilfshaus. Ja, wie viel Kohle hier ist, das ist ja abnormal. Wir haben noch gesucht für die Irren. Dabei wird die echt hinterhergeschmissen. Unfassbar. Guck mal, da ist Kohle. Und da ist unser Haus. Sehr gut. Wieso sieht denn die... Unsere Kiste ist noch heile. Wie geil. Guck mal, hier liegt unser ganzer Kram noch rum. Sehr schön. Hier liegen noch ein paar IP. Hallo? Steinspitzhacke. Pack die jetzt irgendwo fest. Da ist er. Quasi. Sehr mysteriös. Komisch, die Kiste steht noch. Hier ist ein riesen Loch drin, ne? Ist ja alles sehr mysteriös hier auf jeden Fall. Komisch, aber hier wurde alles so hinterlassen wie vorher. Guck mal, das Bett steht doch auch noch. Wieso? Wie? Hä?
Wieso sind wir denn quasi nicht beim Bett gelandet? Ich werde hier mal den Raum jetzt ein bisschen verbreitern. Fürs nächste Mal. Es wird ja sowieso bald wieder Nacht. Aber vielleicht ist es auch einfach mal, weil man doch normalerweise nach dem Tod spawnt man doch nicht im Bett, sondern am Bett. Und das könnte es vielleicht gewesen sein. Weil das wurde ja auch gesagt, ihr Bett wurde zerstört oder blockiert. Und es wurde wahrscheinlich einfach wirklich... Hallo? Oh, Inventar voll. Vielleicht wurde unser Inventar... Vielleicht wurde es wirklich einfach nur... blockiert. So, jetzt meinen ganzen Kack hier rein. Das Eisen nicht. Guck mal, hier haben wir genug Eisen. So. Hier ist auch nochmal genug Platz. Hier kann man nochmal was reinmachen. So, ich würde sagen, diesmal gehen wir gleich schlafen. Wir gehen diesmal wirklich absolut kein Risiko ein. Nein, es ist Blödsinn, die Steine jetzt... Ist egal, wir nehmen jetzt die Steine hier. Machen hier... Nein, machen wir nicht hier dicht. Das wollte ich gerade eben noch verhindern. Ach komm, wir stellen unser Bett jetzt einfach weiter hier rein. So. Bauen uns das hier schön aus. Und dann machen wir quasi hier so die Wand hin. Toll, sind die Steine schon alle. Zack, 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 zack. Und dann kommt hier die Tür rein. Genau. Hier ist dann offen. Jetzt nicht mehr. Nein. So. Und dann stellen wir unser Bett so hin. Und dann haben wir genug Platz. Da war doch gerade schon wieder irgendwas, oder? Dann können wir das jetzt auch mal ausmachen. Komisch. Wie der gerade ins Bett gegangen ist, war ja ein bisschen sehr mysteriös. So. Ja, die Tür ist jetzt also ein bisschen anders. Aber was soll's. Hab ich nicht gerade das Holz von da unten? Nein, habe ich nicht. Mann. Ich habe das Holz natürlich nicht eingesammelt gehabt. Super, können wir da nochmal runter. Ist ja kein Problem. Wir müssen nämlich erstmal das Loch hier stopfen. Wir haben auch gar keinen. Haben wir denn hier noch Holz drin? Einmal. Eichenholz. Ansonsten haben wir uns Fichtenholz, Akazienholz, Kohle haben wir, Leder haben wir noch. Ganz schönes. Die Wolle kann hier rein. Ja, so, dann kann das quasi alles da rein. Das können wir, da können wir dann irgendwann mal einen Mülleimer irgendwie für machen. Oder so, weiß ich nicht. Hier ist ja noch drei Eisen. Sehr gut. So, dann können wir hier mal gucken. Dann kann hier nämlich das Essen rein. Vielleicht sollte ich auch die Kohle noch dazu packen. Hier haben wir Steaks, Weinchen. Hier, rohes Zeug so. Oh, dann packen wir hier mal. Machen wir hier mal ein bisschen mal drin. Na komm, hier, so. So. Und diesmal gucke ich wirklich wegen Creepern. Ey, das ist mir. Ich könnte mich immer noch so aufregen deswegen. Das ist einfach. Nee, das darf nicht passieren. Da schwimmt mal ein Skelett. Furzkopf, ey. Dreckskelett. Ach, Creeper, wie auch immer. Haben wir es denn gar keine Eisenschaufel gemacht gehabt oder wurde die jetzt zerstört? Ist ja alles sehr mysteriös. Gut, dann machen wir uns jetzt nochmal eine Eisenschaufel. Oder am besten zwei. So. Nicht nochmal, mein Freund. Nicht nochmal. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mir erstmal eine Rüstung zaubern. Eine Rüstung, habe ich gesagt. Keinen Kessel. So, hier haben wir eine Hose. Hier haben wir eine Mütze. Hier haben wir ein Oberteil. Und Schuhe. So. Dann haben wir hier so. So. Zack. Sehen wir mal aus hier wie so ein Mann. So, dann nehmen wir hier unsere Steaks. Ach Quatsch. Unsere Werkbank kann in die Kiste rein. Der Ofen kann in die Kiste rein. Den Pflasterstein können wir dann theoretisch hier reinmachen. Hier haben wir Steine wieder ohne Ende. Hier haben wir Steaks noch mehr. Gebratenes Schweinefleisch.
Alles sehr schön. So muss dann sein. Hier haben wir Steinziegel drin und Steine. Den Sand können wir dann theoretisch hier reinhauen. So, dann machen wir uns hier... Ach Quatsch. Machen wir so quasi die Steine hier. So. Und so. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall genug Steinziegel. Jetzt machen wir ein schönes gebratenes Schweinefleisch. Schön gebratenes Schweinefleisch. So, jetzt habe ich es. Diese deutsche Sprache, ja, also gerade ich als Deutscher verstehe das nicht. Quatsch. Nee, ist schon manchmal ein lustig. So, auf jeden Fall haben wir jetzt unser Zuhause gefunden. Ist ja schon mal schön. Wir haben unser Bett da stehen. Dann können wir uns jetzt vielleicht mal gefahrenlos damit beschäftigen, hier mal ein bisschen Holz einzusammeln. Weil Holz werden wir halt wirklich brauchen. Ich bin gerade richtig erleichtert, dass wir endlich wieder zu Hause sind. Und uns wieder um die wirklich primären Dinge kümmern müssen. Nicht wie etwa nach unserem Heim suchen oder so. Nee. Sondern hier wirklich straight Holz abbauen, damit unser Häuschen dann auch früher oder später einfach mal Gestalt annimmt und nicht aussieht wie Arsch. Was war denn hier eigentlich? Sind wir hier nicht reingerannt? Wow. Nee. Sind wir nicht. So. Auf jeden Fall müssen wir Holz hacken. Holz hacken. Ja, ich bin auch wirklich froh, dass wir hier eine Höhle so haben. Okay, halte ich mich erstmal von fern. Ich bin jetzt gerade kein Fan mehr von Höhlen. Die Sache ist, dass ich eigentlich ziemlich froh bin, dass jetzt doch wirklich noch alles so heile ist. Heile und so. Da bin ich sehr beruhigt. Das ist auf jeden Fall richtig schön. So. Da sind noch Bäumchen. Die Setzlinge müssen wir auf jeden Fall wieder mitnehmen. Warte mal, die können wir ja gleich mal hier so ins Inventar packen. So. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt richtig viel Holz, so, bis die Spitzhacke glüht. Aber die Auswahl an Bäumen ist jetzt hier nicht so der Knüller, war. Da müssen wir auf jeden Fall mal uns eine Lösung für einfallen lassen. Haben wir noch einen Apfel und noch einen Setzling. Dann müssen wir mal... Da ist noch ein Baum. Hier sind sogar noch zwei Bäume. Wir werden ja richtig beschenkt. Also wir müssen echt gucken. Wir müssen jetzt erstmal einen Wald anlegen, damit wir einfach mal genug Holz haben. Das ist ja unglaublich. Hier nichts haben wir, hier nichts. Kann so nicht arbeiten. Mann. So, Setzlinge. Oh ja, richtig viele Setzlinge, das gefällt mir. Den haben wir schon gesetzt, den Setzling. So. So. Wo war jetzt unser Haus? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir noch nicht genug Holz, wir müssen mal gucken hier, noch ein bisschen mehr Holz. Und ich denke mal, wir werden halt wirklich nicht um eine Höhlentour herumkommen. Guck mal, da ist die Kohle. Das ist unser Haus. Ich denke mal, wir müssen dann einfach mal da auf die andere Seite. Auf die dunkle Seite. Auf die dunkle Seite der Macht. Und dann schauen wir mal. So, Holz. Davon nehmen wir nicht alles, weil wir brauchen noch die Baumstämme. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, wir werden, was ich auch gesehen habe in der Kopie, das hier wird zu dünn. Wir müssen uns auf jeden Fall um einiges verbreitern. Ich denke mal so bis hier, das wäre okay. Weil sonst sieht das so lasch aus und dann... Quatsch. Dann müssen wir hier alles wegmachen. Quasi bis... Ja, bis hier so. Denke ich mal, müsste passen. Damit wir dann quasi hier unser Häuschen in den Berg einfassen können. Anschließend wird dann der Berg angepasst. Nach meinen Wünschen. Oder unseren Wünschen. Wie gesagt, ihr könnt ja jetzt mitentscheiden. Schreibt es in die Kommentare und so. Oh, wie schnell das Abbauen jetzt auch geht. Viel besser mit Eisen ist einfach mal
So lässt sich doch arbeiten. So, zu Steinen kommen wir auch wieder.